haben wir wieder eine Themennacht und das Thema heißt brutale Jugendliche. Ich möchte gerne mit Opfern von brutalen Jugendlichen sprechen. Ich möchte gerne auch mit Jugendlichen sprechen, die von sich aus sagen, ja, ich bin brutal, das muss manchmal sein, sonst kann ich mich nicht durchsetzen. Ich stehe dazu und ich möchte gerne mit Jugendlichen sprechen, die vielleicht die ein oder andere schlimme, brutale Tat hinter sich haben und das bereuen und im Nachhinein sagen, das war der falsche Weg. Es muss irgendwie anders gehen. Also unser Thema brutale Jugendliche. Wenn ihr gerne mit mir reden wollt, dann meldet euch 0800 220 5050 oder mailt domian@wdr.de. Mein erster Anruf heute Nacht ist der Oliver und Oliver ist 38 Jahre alt. Hallo Oliver. Ja, hallo. Hallo Oliver. Hallo, ja. Also bei mir ist es folgendes, ich bin also auch ein, oder was heißt auch ein Opfer eines brutalen Jugendlichen geworden. Und zwar war das, ist das jetzt schon ein Dreivierteljahr her, der ganze Vorgang. Und das war, ich war also, wollte einkaufen in einem Supermarkt, das war zur Mittagszeit, so 12.30 Uhr. Und bin ich also reingegangen und es war sehr voll, muss man dazu sagen. Und es war so, dass man also ein schlechtes Durchkommen war durch den Eingang. Mhm. Ich wollte also ganz normal durch den Eingang, wo man mit seinen Einkaufswagen immer durchgeht. Dort stand eine Gruppe von 4 Leuten, die den Weg so ein bisschen versperrt. Und ich wollte mich da so ein bisschen durchzwängen, sage ich mal. Dadurch kam es zu einer wirklich extrem harmlosen Zusammenstoßen, Zusammentreffen in der Gruppe. Ja. Und daraufhin kam dann die Frau, also aus dieser Gruppe, das Ganze war in eine Familie, wie sich später herausstellte. Ja, wie viele Leute waren es? Ungefähr. 4. Waren es 4. So ungefähr. Nicht genau 4. Und die kamen in einem sehr eben pöbeligen Ton auf mich zu, ja, was mir da einfiele und so weiter, ihren Sohn, also zu stoßen da oder wegzustoßen. Daraufhin hat sie mich, was auch ganz harmlos war, ein bisschen weggestoßen, weggeschubst. Und ich mag sie dann auch etwas weggeschubst haben, das weiß ich nicht mehr genau. Jedenfalls hatte ich mich auch so ein bisschen auf so einen Streit eingestellt, der dann kommt, schlimm genug. Aber das war eine Erwachsene, die Frau? Die Frau war erwachsen. Ja. Es war also eine Frau mit ihren 2 Kindern, ihrem Sohn, ihrer Tochter. Ja, wie alt waren die Kinder? Ungefähr. Die Tochter war 14. Ja. Und der Jugendliche war damals 17. Der Schläger, zu dem ich gleich komme, der war jetzt 18. Ah ja. Und die Mutter so Ende 30 mit ihrem Freund. Und alles spielte sich, um, wir sagen es nochmal, in dem Supermarkt ab. In diesem Supermarkt, ja. In diesem Vorbereich da, ja. Und dann hatte ich mich, naja, scheiße, jetzt auf so einen Streit so ein bisschen eingestellt. Ach Gott, naja. Und dazu kam es aber gar nicht, weil dieser Sohn, der damals 17-Jährige, jetzt 18-Jährige, sofort zugeschlagen hat, mich ins Gesicht geschlagen hat, ohne Vorwarnung, ohne irgendeine Androhung, so nach dem Motto, was hier, pass auf, ich hau dir gleich oder nicht verschwindest oder was weiß ich. Man versucht es gar nicht mehr mit Worten. Nichts, gar nichts, absolut nichts. Und ich habe also sofort einen Schlag ins Gesicht bekommen von ihm. Ja. Mein erster Gedanke war nur, das kann nicht sein, das kann nicht wahr sein, das kann nicht sein. War der Schlag so hart, dass du zu Boden gingst? Ich bin also zurückgetaumelt, so halbwegs zu Boden gegangen. Ja. Habe also sofort gemerkt, dass meine Oberlippe aufgeplatzt war, blutete und ein Zahn war nicht ausgeschlagen, aber verrutscht, also verschoben durch den Schlag. Wie hast du reagiert? Hast du dich gewehrt? Nein, ich konnte mich nicht wehren. Es ist völlig, ich stand der Mutter gegenüber und er stand halb links von ihr aus. Wie ging es dann weiter? Du bist so nach hinten gewankt. Ja, so fast zu Boden gefallen. Ja. Hab dann also, es kam ja auch so ein bisschen Tumult. Dann habe ich also gesagt zu dem Kassierer und zum Personal, sollen die Polizei rufen. Mhm. Auf jeden Fall, das wurde dann auch gemacht. Die kamen dann auch relativ schnell. Und der Täter und die Familie blieben auch da? Die blieben da. Die haben nicht versucht zu flüchten. Waren die dann noch frech und haben noch mit dir geredet? Nein, das nicht. Wobei, ich habe das nicht mehr so genau mitgekriegt. Ich war doch mit mir selber beschäftigt dann. Also eine Zeugin, zu der ich auch noch komme, die hat wohl ausgesagt, dass der Sohn sich noch auf mich stürzen wollte anschließend. Das weiß ich aber nicht. Das habe ich nicht mehr so mitgekriegt, weil ich auch wirklich verletzt war. Also, das ist wirklich wegen einer absoluten Kleinigkeit. Eine absolute Kleinigkeit. Es ist wirklich. Wie man das immer und immer wieder hört. Ich meine, das ist noch ein relativ harmloser Fall. Bei dir, für dich war es schon schlimm genug. Ja, aber manche schlimm. Man hätte sich anschreien können, man hätte sich danach auf das auf irgendeine Art lösen können, wie auch immer. So, es kam dann zur Anzeige. Ja, die Polizei kam, hat mich gleich gefragt, ob ich Anzeige erstatten will. Das habe ich dann gleich gemacht, vor Ort ausgefüllt, so dieses Bild da nicht. Gut, dann war ich ja nun doch verletzt, nicht unwesentlich, es kommt ja noch schlimmer, aber erstmal die Platzwunde an der Lippe, das musste ja genäht werden, das war mir sofort klar, das Blut ist jetzt ziemlich stark und ich konnte es noch, also erstmal kurz nach Hause, dann ins Krankenhaus gefahren. Die haben mich dann nochmal an die Zahnklinik verwiesen, weil der Zahn ja in Mitleidenschaft gezogen war, nicht? Da bin ich also in die Zahnklinik gefahren, die haben die Lippe genäht. Der Zahn musste leider gezogen werden. Der musste gezogen werden? Ja, musste gezogen werden. Und
dann hat der Zahnarzt gesagt, oder Kieferchirurg, wofür ich ihm ewig dankbar sein würde, der sagte dann, also bleiben Sie zur Beobachtung mal eine Nacht hier bei uns, ne? Sie können alles Mögliche haben, gehen Sie auf die Station. Habe ich dann gemacht und 3-4 Stunden später ging das los mit heftigsten Kopfschmerzen, Schweißausbrüche und so weiter. Ich wurde dann geröntgt auf der Neurostation und ich hatte also ein Schädelhirntrauma. Also von wegen harmlos? Ein Hämatom im Kopf durch den Schlag. Ja. Musste dann notoperiert werden. Du musstest sogar noch notoperiert werden? Ja, sofort. Man konnte nicht mehr warten. Was hat man da gemacht? Also am Gehirn notoperiert werden? Ja, also Gehirnblutung, das ist so ein bisschen so zwischen Gehirn und Schädeldecke so. Ja. Aber das wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht, dass es da so Unterschiede gibt. Und dann stell dir vor, du liegst da auf der Bahre, nicht, wirst geröntgt und dann wird dir gesagt, dass du eine Gehirnblutung hast und dass du sofort operiert werden musst. Da kann man nichts mehr nachdenken und gar nichts. Nee, gar nichts mehr. Gar nichts mehr. Da kannst du nur noch die Einverständnis erklären. Ja, natürlich, ja. Ist es denn alles dann gut über die Bühne gegangen? Ja, das ist ja das. Ich habe so ein unglaubliches Glück gehabt. Glück im Unglück. Denn ich habe bis jetzt, und das wird auch nicht mehr so kommen wohl, ich habe nichts nachbehalten durch diese Verletzung. Nur der Zahn ist weg. Der Zahn ist weg, ja. Das ist natürlich jetzt vergleichsweise harmlos, wenn auch schon übel genug. Aber du musst dir vorstellen, sie haben den Kopf halt geöffnet. Das heißt, du hättest auch dabei sterben können? Ich hätte das. Oder du hättest vielleicht dein Leben lang eine Behinderung davon tragen können, wenn das nicht frühzeitig behandelt worden wäre. Alles möglich. Unfassbar. Ja, zu was ist der Kerl verurteilt worden? Zu fast nichts wahrscheinlich, oder? Das ist das Ding. Also, das ist noch gar nicht absehbar. Achso, das läuft alles noch. Ja klar, ein Dreivierteljahr ist das her, denn so schnell geht das alles nicht. Ja, und da sind wir beim Thema Jugendstrafrecht. Und da wirst du hier noch einige Sachen hören, vielleicht auch heute. Ja. Es ist zum Beispiel so, dass ich nicht Nebenkläger sein durfte. Das geht bei Jugendlichen nicht. Ah, ja. Ich bin zwar das Opfer, ich konnte aber nur als Zeuge bisher aufnehmen. Nicht? Und es gab hier 2 Verhandlungen, bei einer war ich dabei, bei der anderen nicht. Und das jetzt hat das Gericht ein Gutachten, das muss man sich auch vorstellen, ein Gutachten in Auftrag gegeben, um die Kausalität zu klären, das heißt den Zusammenhang zwischen Schlag und Verletzung. Was eigentlich völlig offensichtlich ist. Wo man vielleicht noch irgendwie irgendwas versucht so zu drehen, dass das gar nicht mit dem Schlag zu tun hatte. Ja, also es kann auch für mich gut ausgehen, denn wenn da das für mich positiv ausgeht, das Gutachten, ja, dann ist das natürlich für den Schadenersatz, für das Schmerzensgeld eine gute Sache, wenn ich mal ausgehe. Dennoch wird wahrscheinlich, weil das unter Jugendstrafrecht fällt, die Strafe relativ gering. Relativ gering. Weil die Strafe ist das eine, was er bekommt, ob er nun Knast, glaube ich, gar nicht mehr kriegt. Ja. Das andere ist ja, ich will ja natürlich Schmerzensgeld und Schadenersatz haben. Wobei das Problem ist, dass der absolut nichts hat. Der ist nicht zu holen. Das habe ich mir fast schon so gedacht, wie du die Verhältnisse beschrieben hast. Ja, und jetzt, dann stehst du irgendwann da. Genugtuung will man ja haben, natürlich. Wenn man so etwas einmal erlebt hat, geht man doch gar nicht mehr ganz unbefangen raus, oder? Das sowieso nicht. Nein, man ist viel, viel befangener. Viel wacher, viel aufmerksamer. Man sieht irgend so einen Pulk von ähnlichen Leuten und denkt... Ich war vorher auch immer vorsichtig sowieso, aber jetzt erst recht. Nicht? Andererseits habe ich das auch so gehabt, es gibt ja Situationen da, wie soll ich sagen, da muss man sich auch mal behaupten, auf natürlich harmlose Art, das ist klar. Nicht? Aber da bin ich jetzt so... Das Schlimme an deinem Fall ist ja auch, und ich habe es ja gerade schon gesagt, man hört das ja immer wieder und immer wieder, dass das so komplett überraschend kam. Ja, also... Dass man gar nicht vorbereitet ist. Das heißt, du musst schon trainierter Kämpfer sein, um sowas abwehren zu können, oder? Was ich vorhin sagte, ich dachte nur, das kann nicht sein, das kann nicht sein. Dieser Schreck auch. Und einer meiner Ärzte, also mein Hausarzt ist ja nur, in Anführungsstrichen nur Hausarzt, aber er sagt ja auch, dadurch ist die Verletzung zustande gekommen, weil das so überraschend kam. Aus heiterem Himmel, ohne sich darauf einzustellen. Und so, das hört man immer öfter. Ja. Und diese Taten nehmen immer mehr zu. Ja. Und mich wundert es nicht, wenn man sich all die vielen Gewaltvideos anguckt, wenn man sich die Gewaltfilme anguckt, wenn man sich die Computerspiele anguckt, dass natürlich die Leute quasi schon trainiert werden durchs Gucken, sich in der Realität genauso zu verhalten, wie sie es da in dieser bekloppten Fiktion vorgeführt bekommen. Ja. Und ich glaube, dass das ein großes politisches Problem, ein gesellschaftspolitisches Problem noch werden wird. Aber auch was ich sagte, also das Thema Opfer, das hört man ja auch immer wieder und jetzt habe ich das selber erfahren als Opfer. Es gibt natürlich den Weißen Ring und da habe ich mich auch schon in Verbindung gesetzt, aber das ist auch noch alles offen. Aber von staatlicher Seite interessiert sich kein Mensch für dich, Opfer. Ja, Wie gesagt, ich durfte nicht mal Nebenkläger sein, was ich überhaupt nicht verstehe. Da ist sehr, sehr viel Nachholbedarf, glaube ich. Und das es gibt jetzt so ein paar Änderungen, habe ich erfahren. Aber trotzdem, das Jugendstrafrecht geht ja bis 21, ne?
Und das muss man sich auch vorstellen. Die Leute dürfen mit 18 wählen, nicht? Aber fallen dann noch unter das Jugendgesetz. Ja, das ist so absurd. Das ist so absurd. Aber da gibt es ja auch Überlegungen, dass man das runtersetzt. Ja. Aber die Mühlen mahlen halt sehr langsam, bis das so kommt. Das stammt alles noch aus einer Zeit, wo man... Kann auch bei mir alles noch gut werden, aber das kann alles noch dauern. Mhm. Man ist immer so im Unklaren. Natürlich. Man weiß überhaupt nicht, was wird. Ja. So, auf jeden Fall bin ich froh, dass du gesund bist. Das ist das Allerwichtigste von allem. Den Zahn kann man ersetzen und gesundheitlich bist du fit. Genau. Ich danke für den Anruf, Oliver. Ja, okay, alles klar. Alles Gute. Ja, tschüss. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer zu unserem heutigen Thema. Das Thema heißt brutale Jugendliche. Habt ihr Erfahrungen schon gesammelt mit brutalen Jugendlichen? Die Artikel in den Zeitungen überschlagen sich. Die Gewalttaten werden immer mehr und die Jugendlichen, die gewalttätigen Jugendlichen werden immer jünger. Gewalttätig sind auch nicht nur mehr die Jungs, sondern gewalttätig sind auch die Mädels. Seid ihr schon einmal Opfer von gewalttätigen Jugendlichen geworden? Und ich würde gerne auch mit Jugendlichen sprechen, die so an dieser Front agieren, sage ich mal, die locker mal zuschlagen und die mir dann sagen, ja, das geht irgendwie auch nicht anders in der heutigen Zeit, man muss so handeln. Würde auch gerne mit Jugendlichen sprechen, die so eine Kehrtwende hinter sich haben, die früher sehr krass drauf waren und die jetzt aber sagen, nee, das ist es nicht, ich verhalte mich anders, das kann nicht die richtige Richtung sein. 0800 220 50 50 und weiter geht es mit dem Andi. Andi ist 21. Hallo Andi. Hallo Domian. Hallo Andi. Ich hoffe, das funktioniert. Ich habe das jetzt mit Headset. Ja, noch richtig gut. Ich komme aus der Graffiti-Szene und wollte dort mal ein bisschen berichten, wie das abläuft. Mhm. Ich wurde 2001 das erste Mal mit Graffiti erwischt. Mhm. Das waren fast 400 Sachbeschädigungsanzeigen. Das war 2 Wochen vor meinem 16. Geburtstag. 400 Anzeigen? Fast 400 Anzeigen waren das, wegen Graffiti-Sachbeschädigung. Ja, die du begangen hattest. Ja, die hatte ich selber gemacht, wobei die Verfahren für das Verfahren, das läuft heute noch. Sag mal, Andi, das knackt doch so ein bisschen seltsam. Kannst du nicht richtig ans Telefon gehen? Versuch das mal. Irgendwie knackt es und nervt ein bisschen. Wahrscheinlich werden wir uns besser unterhalten. Geht's jetzt? Naja, ich glaube, es ist besser. Die Verfahren laufen jetzt nach 6 Jahren noch. Mhm. Dann wurde ich 2002 wieder mit Graffiti erwischt. Mhm. Das waren knapp 300 Anklagepunkte. Da haben 3 Leute, unter anderem meine Freundin, mit der ich damals zusammen war, gegen mich ausgesagt, dass ich den gewissen Spraynamen malen würde, die 3 Buchstaben. Mhm. Und die Sachen wurden aber alle wegen mangelndes Beweises eingestellt, obwohl 3 Leute gegen mich ausgesagt haben. Ja. Das Ganze hat mich auf fast 1500 D-Mark damals in Anwaltsgebühr gekostet. Ja, was ja nichts ist im Vergleich zu dem, was die Leute haben aufbringen müssen, um das wieder wegzukriegen. Ne? Hätte, nur, das wären 2, 3 Sachen gewesen, die hätte ich quasi für das Geld entfernen können und die restlichen Sachen hätte ich noch zusätzlich bezahlen müssen. Mhm. Wobei ein Zug zu reinigen kommt dann Bild so 10 Quadratmeter liegt bei 700 Euro. Ne? Ja. Unser Thema heißt ja brutale Jugendliche. Mhm. Du bist im ersten Sinne, im vorderen Sinne ja wahrscheinlich kein brutaler Typ anderen Menschen gegenüber, oder? Nee, ich habe auch nie großartig Gewalt gegen andere ausgeübt, aber gegen mich wurde halt schon sehr oft Gewalt auch ausgeübt. Genau, jetzt war meine Frage, warum du dich zu dem Thema gemeldet hast bei uns. Genau, ich wurde auch schon 3-mal mit der Flasche niedergeschlagen, abends, wenn wir irgendwo im Club waren oder sowas, mit der Crew oder so. Dann wurde mir meine Wohnung schon ausgebrannt, sind sie eingebrochen, haben Skizzen bei mir in der Wohnung hingelegt und haben mit Benzin die Wohnung angesteckt. Wer war das? Andere Sprayer? Andere Sprayer, um mich halt reinzureiten, weil ich hier sehr, sehr bekannt bin. Das ist quasi der Neid. Ja. Und sind sie eingebrochen, haben Skizzen hier bei mir in der Wohnung hingelegt und haben die Wohnung angebrannt. Dann weiß ich aus einer Nachbarstadt, dass ein ziemlich guter Kollege von mir abgestochen worden, weil der auf einer Bahnstrecke gemalt hat, wo er normalerweise hätte nicht malen sollen. Wer hat das gemacht? Ja, das haben welche, denen gehört quasi die Bahnstrecke. Man malt nicht auf einer Bahnstrecke in der Stadt oder sowas. Aber
man wohnt, da malt man dann nicht auf einer fremden Bahnstrecke die. Ach so, die sind die immer jemand anders malt. Da sind quasi die Reviere sind eingeteilt. Ja, genau. Nun ist ja, nun kann man ja sagen, das ist jetzt keine Brutalität gegen Menschen, was ihr oder was du machst. Ja, es ist natürlich eine sich natürlich selber dafür, in dieser Szene zu leben und. Nee, lass mich mal ausreden. Das ist natürlich auch eine gewisse Brutalität gegen Gegenstände. Ja. Ne? Das heißt, du vergreifst dich an fremdem Eigentum und verewigst dich da. Am meisten an dem Eigentum vom Staat, ne? Ja, ist ja egal, das ist unser aller Eigentum. Mhm. Das berechtigt dich ja nicht, das zu tun. Ja. Ne? Also insofern habe ich da wenig Mitleid, wenn du erwischt wirst und da mehrere hundert Verfahren im Hals hast. Ich wäre auch sauer, wenn du meine Mauer einsprühen würdest, die ich vielleicht gerade angestrichen habe. Warum? Also auf Privatwänden oder sowas wird ja auch an sich gar nicht so viel gesprüht oder sowas, ne? Ja, gut, okay. Aber auch auf öffentlichen Wänden. Wer gibt dir das Recht dazu? Ja, niemand an sich, ne? Ja, eben. Insofern ist es schon dann eine heftige Sache. Und die Allgemeinheit muss dann wieder die Reinigungskosten tragen. Das heißt, der Steuerzahler. Ja, also in gewissen Sachen wie an den Schallmauern oder sowas, an Bahnstrecken oder an Autobahnen, frage ich mich, warum es auch nicht freigegeben ist. Wem stört es, wenn da irgendwie bunte Bilder oder sowas dran sind? Oh, okay, das ist ein anderes Thema, gebe ich dir recht. Aber solange es nicht freigegeben ist, berechtigt dich das nicht, da zu sprühen. Nee. Ne? Oder einen ganzen Zug voll zu sprühen, wie du gerade sagtest, wie aufwendig das ist, den zu säubern. So, aber interessant ist, das wusste ich nicht, was du gerade erzählt hast, dass innerhalb dieser Sprayer-Szene da auch so krasse Rivalitäten herrschen. Sprechereien, Drogen, ja. Bis hin zu Heroin, Kokain ist alles vertreten in der Szene. Ja. Ich selber, ich habe auch schon gezogen, aber bin nicht wirklich da dran. Ich rauche sonst nicht. Und dann halt das Malen, ich sehe das Malen selber auch als eine sehr krasse Droge. Ja. Was machst du denn sonst so? Du bist 21, was machst du sonst im Leben, außer malen, sprayen? Mein ganzes Leben dreht sich im Prinzip dadurch drum, dass eine Internetseite ist, die ich aufbaue, um die Bilder ins Internet zu stellen und so. Okay, wie verdienst du dein Geld? Zum Teil mit legalen Aufträgen, ansonsten Arbeitslosigkeit und Dosen werden halt geklaut, ne? Ja, also ist das ein Leben? Nee. Das ist kein Leben. Eigentlich nicht. Da ist letztendlich vorprogrammiert, dass du irgendwann wirklich in der Gosse landest oder im Knast. Das hat da mit Kunst und Freiheit und Kreativität überhaupt nichts mehr zu tun, was du da machst. Wenn du mir erzählst, dass innerhalb dieser Szene schon so viel Rivalität und Brutalität herrscht, hast du denn selbst so etwas anderen gegenüber auch schon ausgeübt? Also Gewalt oder sowas, ich habe jemanden zusammengeschlagen oder sowas, also ich bin an sich auch gegen die Gewalt, aber es lässt sich in der Szene einfach nicht vermeiden. Was heißt das? Ich bin an sich gegen Gewalt und es lässt sich nicht vermeiden. Das heißt, du hast es auch schon mal gemacht. Wie und wo hast du es gemacht? Ja, wenn ich im Club oder irgendwo, wenn wir irgendwo abends, wir haben auch Musiker bei uns mit in der Crew drin, und wenn die halt beigehen, irgendwo Auftritte haben und dann kommen andere Crews dahin und machen Stress oder sowas, dann gibt es Schlägereien, dann geht man vor den Laden. Ab und zu kommen dann Bullen zwischen rein, die werden dann halt auch noch gleich mit draufgeklopft oder so. Ist ja alles ziemlich ärmlich, ne? Und ziemlich assi, muss ich sagen. Aber heftig, du. Wieso, wenn du erzählst das ja auch schon so mit so einem Ton, dass dir das irgendwie auch nicht gerade gefällt? Nee, im Augenblick, ich bin abgestiegen damals, als man sagt toll, also als Anfänger und da kriegt man diese ganze Gewalt und alles noch nicht so stark mit. Da sieht man halt nur die Bilder und man kriegt Fame, wenn man schöne Bilder malt und tolle Bilder malt, seinen Namen oft malt. Dann kriegt man unter den anderen Leuten Fame. Warum gehst du nicht raus aus der Szene? Ja, wohin? Irgendwo, wenn man gar nicht mehr malt irgendwie, dann sagen die anderen Leute auch hier, der malt nicht mehr und sowas. Dann kriegt man noch mehr Stress mitunter, weil einfach der Respekt vor den anderen Leuten ganz viel. Ja, es geht natürlich nur, wenn du dich nicht mehr für diesen sogenannten Respekt interessierst, wenn du dich wirklich da ganz rausziehst. Hast du einen Schulabschluss eigentlich? Nee, auch nicht. Auch nicht. Mensch, Andi. Also das ist ja höchste Eisenbahn, aber es ist ja noch eine Möglichkeit. Du bist 21 Jahre alt. Da kannst du ja noch eine ganze Menge machen. Und wenn du es jetzt nicht machst, machst du es nie.
Ich habe schon 4-5 Mal meine Arbeit deshalb verloren. Ne? Immer wenn man nachts halt malen geht irgendwie und am nächsten Tag arbeiten muss, dann ist die Leistung nachts vor allem, weil es ja auch illegal, weil man viel mehr aufpassen muss und sowas. Es geht nur viel höher. Ja, klar. Es geht nur mit einer Entscheidung in dir. Du musst es erstmal für dich entscheiden, was du willst. Und anders geht es nicht. Und dann musst du den mühsamen Weg gehen, wohin du auch willst, aber weg von dieser ganzen Welt. Die reißt dich runter. So wie du es jetzt geschildert hast mir. Und du hast mir nur einen ganz kleinen Ausschnitt geschildert. Garantiere ich dir, dass du in ein paar Jahren wirklich komplett in der Gosse hängst. Oder im Knast. Man sagt immer, man darf sich halt nur nicht erwischen lassen. Ja, was ist denn das für ein Spruch? Mein Gott nochmal. Was ist das für ein Spruch? Man muss immer einen Schritt weiter sein. Und die Polizei, die geht ja mittlerweile mit Bewegungsmeldern bei. Ja, ist doch völlig albern. Die Frage ist nicht, sich nicht erwischen zu lassen, sondern die Frage ist, ganz rauszugehen aus dem Milieu. Ich will dir mal ein paar Tipps an die Hand geben. Ich meine, ich kann dein Leben nicht verändern, du kannst es nur selbst machen, aber vielleicht hast du irgendwann, kommst du zu der Überlegung, ich mach mal was, und dann hast du was in der Hand. Wir werden dich erstmal zurückrufen. Dann kriegst du einfach nur mal ein paar Telefonnummern, vielleicht ein paar Adressen aus deiner Stadt von uns, wo du hingehen kannst, wenn du dein Leben verändern willst. Da kriegst du Hilfe. Was musst du? Du musst es selbst tun. Ja? Was mich halt am meisten im Prinzip nur stört, das ist die Gewalt in der Szene im Augenblick. Ja. Sonst die Szene so, das Malen und sowas. Ich mache ja auch legale Sachen und sowas. Ja. Okay. Jetzt hören wir mal, wir machen es nach unserer üblichen Methode. Du legst bitte auf und wir rufen dich zurück. Und alles Weitere im Hintergrund. Okay, Andi? Okay. Alles Gute wünsche ich dir. Okay, tschüss. Tschüss. Brutale Jugendliche. Das ist unser Thema heute Nacht und ich bin verbunden mit Volker und Volker ist 46. Hallo Volker. Ja, hallo Domian, guten Morgen. Hallo Volker, guten Morgen. Inwiefern hast du mit dem Thema zu tun? Ja, ist folgendes. Ich arbeite beim Sicherheitsdienst und wir machen eine sogenannte Busbegleitung in einer größeren Stadt in Essen. Ja. Da hat also der Verkehrsdienst seit 3 Jahren am Wochenende Sicherheitsleute angefordert. Das heißt, immer 2 Leute auf einem Bus, um praktisch diesen gewalttätigen Auseinandersetzungen dagegen zu halten, beziehungsweise einzuschreiten. Ja. Also zum Schutz der Mitreisenden, der Reisenden? Richtig. Und richtig. Das heißt, vorher müssen schon viele schlimme Sachen passiert sein, bevor man sich entscheidet, so einen Sicherheitsdienst zu engagieren. Ja, also es sind da Angriffe vorgekommen auf Fahrer und Fahrerinnen, die wurden mit Bierflaschen bedroht, beziehungsweise denen wurden Bierflaschen auf den Kopf gehauen. Und da hat man einfach gesagt, das geht nicht mehr, da müssen wir jetzt ein fahrendes Team mit dazu nehmen. Und unter anderem auch auf einer Linie, wo 2 Diskotheken sind. Und da ist es innerhalb des letzten Jahres also richtig extrem geworden. Ist es auch extrem, wenn ihr mit in dem Bus seid? Geht es trotzdem ab? Ja, also du musst dir vorstellen, in so einem Doppeldeckerbus beziehungsweise in so einem Gelenkbus, da gehen so ungefähr 200 Jugendliche rein. Ja. Der Bus ist gerammelt voll. Ja. Und wenn die dann alle hinfahren zur Diskothek, sind die alle relativ friedlich. Und wenn die dann zurückfahren, das geht dann so los ab 2:30, 3:30, dann gibt's dann Reibereien, da sind dann unterschiedliche Grüppchen von Jugendlichen, die sich dann auch untereinander käbbeln. Und da werden wir dann auch schon als Sicherheitspersonal mehr oder weniger angegriffen, also nicht nur mit Worten, sondern auch schon tätig angegriffen. Ein Kollege von mir ist da auch vor nicht allzu langer Zeit mal schwer verletzt worden. Was ist da genau passiert? Ja, wir standen also mit 2 Mann vorne im Bus in der Eingangstür und der Fahrer hat also gesehen auf seiner Kamera, die Busse haben ja heute alle Kameras drin, dass hinten eine Schlägerei war. Der Kollege ist dann hinten eingestiegen, wollte die Sache schlichten und dann haben sich praktisch diese 2 Gruppen, das waren jeweils 2 Gruppen von 4 Leuten, die haben sich dann auf ihn gestürzt und haben ihn dann da malträtiert, ihn auf den Kopf geschlagen und mit Flaschen auf ihn eingeschlagen. Ist noch relativ glimpflich vonstatten gegangen, die ganze Sache. Die Polizei war auch relativ schnell da. Welche Verletzungen hatte dein Kumpel? Ja, der hatte Platzwunden am Kopf, also mehrere Platzwunden am Kopf, war stark am Bluten und war auch für kurze Zeit besinnungslos. Weil die haben auch auf ihn eingetreten und ihn in ihn reingetreten. Und das Erschreckende ist eigentlich an der Sache, diese Leute sind alle relativ jung, die sind zwischen 17 und 21 Jahre alt.
Und ich habe einfach die Vermutung, da ist dann also nicht nur Alkohol im Spiel, da sind dann müssen dann auch irgendwelche anderen Sachen, Tabletten, mhm. Ecstasy oder was weiß mhm. ich, was die sich da reinschmeißen, mhm. Sind vollkommen unkontrolliert, die Leute. Das heißt, dein Freund oder deinem Kumpel, deinem Arbeitskollegen, mhm. der ist noch mehr oder weniger beim blauen Auge davongekommen. Es hätte ja. ganz schlimm enden können, wenn zwei Gruppen sich auf ihn stürzen. Ja, also das waren acht Leute, die ja, mit dieser enthemmten Gewalt haben und ja. wir konnten dann noch, der Fahrer und ich, wir konnten dann doch noch dazwischen gehen. Und selbst als die Polizei kam, die kam also mit drei Streifenwagen, also mhm. mit sechs Leuten, da sind die also auch noch auf die Polizisten losgegangen. Mhm. Also hyperaggressiv, die mhm. Leute. Und man hat so die Einstellung, die wissen gar nicht mehr, was die tun. Mhm. Wie seid ihr ausgerüstet? Ich gehe mal davon aus, dass ihr keine Waffen bei euch habt. Nein, Waffen dürfen wir nicht tragen. Habt ihr Knüppel bei euch? Oder? Wir haben einen Gummiknüppel dabei, wir haben Pfefferspray dabei. Ja. Und Handschuhe natürlich, wenn ja. man sie im Sicherheitsdienst trägt. Kommen diese Sachen oft zum Einsatz, das Pfefferspray und die Knüppel? Das ist eigentlich die allerletzte Lösung, sag ich mal. Kommen man die oft? Man versucht erstmal mit den Leuten zu reden. Ist klar. Und dann vielleicht die Gruppen auseinanderzudrängen. Mhm. Aber wir haben ja schon gehört und man liest es ja auch immer wieder, dass mit vielen überhaupt gar nicht zu reden ist, sondern dass die sofort zack gewalttätig sind. Ja. Die sind also so hyperaggressiv. Mhm. Mit denen kann man gar nicht reden, die springen einen direkt an oder treten sofort nach einem. Also auch Frauen sind es inzwischen auch. Ja. Und da kann man dann wirklich leider Gottes nur mit körperlicher Gewalt versuchen, die also mhm. auf den Boden zu bringen. Wie gesagt, Gummiknüppel, Pfefferspray ist die allerletzte Lösung. Wie lange machst du das jetzt schon? Ja, seit circa knapp 4 Jahren schon. Seit 4 Jahren? Ja. Wie oft? Ich meine, das ist eine sehr lange Zeit, aber so über den Daumen. Wie oft ist der Gummiknüppel und das Pfefferspray zum Einsatz gekommen? Ja, so alle 14 Tage bis alle 3 Wochen, kann doch. Man sagen. Ne? Das ist natürlich ja. oft, das ist natürlich ja, ja. viel. Hast du denn, wenn du 4 Jahre machst, kannst du ja schon so eine Tendenz sehen. Stagniert es, wird es schlimmer oder nimmt es ab? Es wird schlimmer. Es wird schlimmer, alle sagen das ja. Es wird mhm. schlimmer. Ist dir manchmal dann auch mulmig und hast Angst, in so einen Bus einzusteigen? Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe also schon Kollegen gehabt, die haben in der Firma angefangen, wo ich arbeite, die haben sich das Spielchen 3-4 Wochen angeguckt und haben gesagt, also okay, also mein Leben riskieren, mein Kopf riskieren, ich meine, wir verdienen ja auch nun nicht allzu viel im Gewerbe, habe ich keine Lust, also und hast muss du denn, ich unbedingt haben. Ja. Hast du denn, ich meine, Sicherheitsdienst zieht natürlich sehr viele Leute an, da arbeiten Menschen aus den verschiedensten Bereichen, manchmal auch nicht aus den, sagen wir mal, klarsten Milieus. Was hast du für eine Ausbildung dafür? Ja, da muss ich jetzt ganz klar sagen, da hat der Gesetzgeber also seit 1-2 Jahren, hat der Gesetzgeber ganz klare Richtlinien vorgegeben. Man muss also bei der IHK, also bei der Industrie- und Handelskammer, eine Prüfung ablegen. Mhm. Das ist die sogenannte 34a. Sachkundeprüfung, man darf nicht vorbestraft sein, also dieses Klischee, Schlägertypen tätowiert, wie man es von früher her kennt, das gibt's eigentlich nicht mehr. Mhm. Ich meinte es auch so in der Richtung. Bist du fit in einem Kampfsport zum Beispiel? Ja, ich sag mal, man sollte körperlich schon nicht gebrechlich sein. Also wenn ich dich sehen würde, ich könnte mir vorstellen, du bist schon so eine Kante, oder? Ja, was heißt Kante? Ich habe früher mal Boxsport gemacht. Ja. Und, aber Kante allein reicht ja auch nicht aus. Man muss ja auch schnell sein und flink und man muss mutig sein, ne? Ja, ich sag mal so, viele Sachen kann man auch mit Reden, normalerweise mit Reden lösen. Über 90% der Aktionen kann man mit Reden begradigen. Aber ich sag mal, gerade in dieser speziellen Situation, wo die Leute praktisch zugedröhnt sind, mit Alkohol, vielleicht irgendwelchen Drogen, da geht Reden nicht mehr. Ist nicht mehr drin. Was glaubst du? Was ist deine, ich habe für meine These schon so formuliert, was ist deine These, warum die Leute, die auch jüngere Leute, immer brutaler werden? Ja, ich denke mal, das ist auch die soziale Situation in unserer Zeit. Also, dass viele jetzt von den jungen Leuten arbeitslos sind. Und ich muss jetzt wirklich auch dabei sagen, man drischt oft so auf die ausländischen Jugendlichen ein. Kann ich eigentlich nicht sagen. Es sind meistens in der Regel Deutsche, die da an solchen Aktionen beteiligt sind. Und ich vermute einfach mal, da ballt sich praktisch so ein Sprengstoff zusammen, also sozialer Niedergang, keine Arbeit, kein Geld, Alkohol, Drogen. Was wäre deine Idee? Was wäre dagegen zu tun? Im Großen, da wahrscheinlich kann man da ja nur im Großen rangehen. Ja, ich denke da eigentlich mal zurück die letzten 30 Jahre so an meine schulische Erziehung.
dass sie praktisch mehr geschult werden im sozialen Bereich, dass man den Leuten, also dass Respekt, wieder mehr Respekt gegenüber dem anderen da ist. Aber das bedeutet ja auch, dass man in den Schulen auch härter mit den Schülern umgehen müsste. Meiner Meinung nach ja. Ja, das hat man früher ja auch gemacht, und dann gab es dann diese ganze Liberalisierungsphase der 70er, 80er Jahre. Richtig. Und jetzt, ich finde das auch, ich finde, dass man das in den Schulen auch strenger gestalten sollte. Ja, da sind eigentlich praktisch, man sagt, wie man so sagt, wäre denn Anfänger. Dass man da schon anfängt, also praktisch in der Grundschule oder bei Kindergarten oder schon. Elfjährigen, wo man sagt, also passt mal auf, ihr müsst wieder mehr Respekt haben, ihr müsst euch mehr an die Gesetze halten. Da müsste man einschreiten. Und wenn da praktisch die Zeit verpasst wird, dann passiert dann halt sowas. Ja. So, du bist 46 Jahre alt. Ja. Wie lange willst du diesen doch gefährlichen Job noch machen? Ja, ich denke mal, man sagt so in unserer Branche, über 50 ist Feierabend. Also direkt jetzt in dieser Branche. Ja. Man kann jetzt da im Sicherheitsbereich natürlich in vielen anderen Sachen, im Messebereich oder so arbeiten. Aber jetzt speziell in solchen brisanten Sachen ist mit 50 Feierabend. So. Okay, dann wünsche ich dir, dass du heil durch die restlichen Jahre kommst. Ja, danke. Und dass alles gut verläuft bei dir. Okay. Lieber Volker, alles Gute. Dankeschön. Ne? Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50, das ist unsere Telefonnummer, die kostenfrei für euch. Und wenn ihr mailen wollt, bitte domian@wdr.de plus eure Telefonnummer in die Mail schreiben. Unser Thema heute Nacht heißt brutale Jugendliche. Ich möchte gerne mit Opfern sprechen, würde auch gerne mit Tätern sprechen. Brutale Jugendliche. 0800 220 50 50. Hier ist die Nicole. Hallo Nicole. Hallo. 21 Jahre. Genau. Genau. Warum hast du mich angerufen zu dem Thema? Ich habe einen mittlerweile 24-jährigen Bruder und der wurde 2004 von seiner damaligen Freundin mit einem Messer angestochen. Wie war die Situation? Die Freundin war ziemlich eifersüchtig und sie hat dann, also die haben zusammen gewohnt, hat die Klamotten gepackt von ihm, ist dann wohl irgendwie im Streit eskaliert und hat ihm das Messer dann ins Herz gestochen. Ins Herz gestochen? Mhm. Und wie ging das aus? Er lag einen Monat im Koma und seitdem sitzt er jetzt im Rollstuhl. Und die Ärzte haben, also die hat direkt die Hauptschlagader getroffen und die Ärzte haben gesagt, dass es ein Millimeter weniger wäre nichts passiert und ein Millimeter mehr, da wäre er gestorben sofort. Ist er geistig noch ganz normal und fit? Ja, es geht so, also sprechen kann er wieder, man kann sich auch gut mit ihm unterhalten, aber der baut sich schon so seine eigene Traumwelt auf. Also ich denke mal, der will das auch gar nicht realisieren, so was passiert ist. Das heißt, man kann mit ihm gar nicht ausführlich über die Geschehnisse und die Tat sprechen? Also ich habe es noch nicht gemacht. Mhm. Nee. Also so ansatzweise sagt er auch schon ein paar Sachen. Da ich jetzt zum Beispiel auch in der gleichen Stadt wohne, wie die vorher zusammen gewohnt haben, kurze Zeit, und da sagt er auch schon ein paar Dinge zu, aber selbst darauf ansprechen würde ich jetzt nicht. Die Freundin, wie alt war die damals? 22. 22. Kanntest du die? Ja. Ja. War die per se ein eher zur Aggression tendierender Mensch? Oder meinst du, dass es wirklich so eine Affekthandlung war? Also, ich hätte es persönlich nicht gedacht, dass jemand dazu fähig ist, vor allen Dingen, wenn man den Menschen liebt, wie sie das immer behauptet hat. Allerdings war das schon so eine Persönlichkeit, die ziemlich viel Aufmerksamkeit brauchte, die auch selbst Probleme hatte, Essstörungen und Wie lange waren die beiden zusammen gewesen, als das passiert ist? Oh, also es könnten schon gut 3 Jahre gewesen sein. Die waren zweimal zusammen gewesen in der Jugend schon, in der früheren Jugend. Und dann ist also 3 Jahre vielleicht könnten es gewesen sein. Das Ganze wegen einer letztendlich völlig banalen Liebesauflösgeschichte. Genau, ja. Ja, sie wollte nicht, dass er sie verlässt, obwohl er das auch nicht gemacht hätte. Er ist auch nicht fremdgegangen oder so. Aber die... Wie ist denn das dann juristisch weitergegangen? Ja, sie hat 2 Jahre Bewährung bekommen, die nächstes Jahr auch schon auslaufen, und 300 Sozialstunden. Auch sehr milde, ne? Ja, also ich habe mich auch ziemlich aufgeregt über das Urteil, vor allen Dingen, weil sie auch eine Falschaussage gemacht hat, meiner Meinung nach. Was war ihre Falschaussage?
Also es wurde rekonstruiert, dass er nicht ins Messer reingelaufen ist, wie sie das behauptet hat, sondern dass sie das gezielt so gehalten hat. Also sie meinte, sie hätte das Messer in der Bauchhöhe gehalten und er war reingelaufen, aber das ist nicht möglich gewesen, wie das richtig so verlaufen ist. Achso, so hat sie es dann dargestellt, dann wurde das alles abgemildert. Das wäre schlimmer gewesen, wenn sie gezielt die Hand erhoben hätte und das Messer in das Herz gestochen hätte. Ja. Wovon du aber ausgehst? Wovon die Ärztin auch ausgeht. Also die Ärztin hat auch eine Aussage gemacht und es wurde so durch die Stichverletzung rekonstruiert, wie der Stich verlaufen sein muss. Mhm. Und hat denn dein Bruder für diesen Prozess eine Aussage machen können? Ja, teils. Also er ist mit unserer Mutter dann vorne angetreten und also im Rollstuhl auch. Mhm. Das wurde allerdings nicht gewertet, weil gesagt wurde, dass er sich daran praktisch nicht erinnern könnte, weil er einen Monat im Koma lag. Und jetzt hast du mit deinem Bruder noch nicht letztendlich darüber viel geredet, über diesen schlimmen Vorfall. Hat er denn mit anderen Menschen schon darüber viel gesprochen, weißt du das? Ja, mit unseren Eltern. Also ist jetzt auch in der Behandlung, weil es auch so nicht wirklich gut weitergeht und macht schon Fortschritte. Ja, kann man sagen, dass er jetzt, ein Pflegefall ist er nicht, aber er muss betreut werden, ne? Oder? Das ist dritte Pflegestufe, 100% behindert, also er kann gar nichts alleine, er kann sich nicht bewegen, er kann die Hände ein bisschen bewegen, er kann zwar sprechen, sehen kann er teilweise auch nur. Ach so, also, die Auswirkung hat das auch noch gehabt? Ja. Und er lebt jetzt bei deinen Eltern oder bei euren Eltern? Ja. Also wie furchtbar. Finanziell auch ein Problem, weil da extra angebaut werden musste, all solche Sachen. Also die hat praktisch von der ganzen Familie das restliche Leben zerstört. Ja. Ja, das Leben deines Bruders hat sie zerstört. Ja. Hat sie sich dann in irgendeiner Weise mal geäußert oder ein Wort des Bedauerns oder des Mitgefühls gesagt? Nein. Das hat sie nicht getan? Nee. Auch vor Gericht nicht? Und dennoch war das Urteil so mild? Ja. Ja, die Richter haben daran festgehalten, dass die gute Frau jetzt eine Ausbildungsstelle hat, obwohl sie vorher nie arbeiten wollte. Wo auch unsere Mutter ihr durch Bekannte einen Job vermittelt hat, wollte sie nicht annehmen oder hat nach 2 Wochen gekündigt. Ja, hat sie eine Ausbildung bekommen als Kinderpflegerin, Kindergärtnerin. Und das wirkt strafmildernd? Ja, weil die... Also, super. Das wurde gesagt, dass die Zukunft nicht von ihr verbaut werden sollte. Ach Gott, ja. Und wer denkt an die Zukunft von deinem Bruder? Danach hat keiner gefragt. Mhm. Ja. Du warst bei diesem Gerichtsprozess nicht dabei? Doch. Doch. Wie war ihr Auftreten? Also ich durfte nicht die ganze Zeit dabei sein, weil ich selbst aussagen musste, aber wo ich es gesehen habe, wo mein Bruder reingekommen ist, sie hat den Kopf gesenkt, hat ihn nicht angeguckt. Also ich habe auch gesehen, wie sie die Falschaussage gemacht hat, wie sie gezeigt hat, dargestellt hat, wie sie das Messer gehalten hat und die Ärzte direkt gesagt haben, das kann gar nicht sein, das ist unmöglich. Also glaubst du, wie du sie einschätzt, dass sie das so an sich abprallen lässt? Oder meinst du, dass sie gestraft ist, zumindest mit einem sehr schweren, schlechten Gewissen? Also das hoffe ich doch. Ja, das hoffe ich auch, aber wie schätzt du es ein? Das ist schwer zu sagen wahrscheinlich. Ne? Schwer zu sagen, vor allen Dingen die Frau war auch drogenabhängig, kann man nicht direkt sagen, aber hat auch Drogen konsumiert und ich denke mal, dass sie in das gleiche Muster verfallen wird. Ja, ich bin darüber so fassungslos, wenn so etwas... so was Schlimmes passiert und man Reue zeigt, dass man nicht einmal dann zu dem Opfer geht oder dass man dem Opfer keinen Brief schreibt oder dass man mit den Verwandten nicht Kontakt aufnimmt. Nee, das hätte auch keiner gewollt. Also mir ist auch fast der Kragen geplatzt, wo ich die gesehen habe. Das war ja ein Jahr später mit der Gerichtsverhandlung. Und wenn sie zumindest in der Gerichtsverhandlung ihr Bedauern zum Ausdruck gebracht hätte, das macht deinen Bruder nicht mehr gesund, das ist schon klar. Aber dieses sagt ja so viel über diesen Menschen aus, wenn man da vor Gericht steht und man weiß, was für eine schlimme Tat man zu verantworten hat. Ja. Und dann kalt da steht und dann noch lügt. Ja. Vermutlich, wie du es dargestellt hast. Ja.
Was hatte dein Bruder vor, oder was hatte er beruflich gemacht? Was waren seine Pläne? Also er wollte eigentlich am Computer arbeiten, hat halt sich ja verschiedene Jobs halt ausgesucht, aber hat eigentlich immer gearbeitet, auch wenn er auch nur 2-3 Monate bei einer Firma war. Aber der hätte gute Chancen gehabt, also ein intelligenter, hübscher Junge gewesen. Kannst du es einschätzen? Du hast gerade so eine Andeutung gemacht, er lebt irgendwie so in seinen Traumwelten oder wie, so ähnlich hast du es gerade formuliert. Ja. Was diese Tat seelisch mit ihm angerichtet hat? Oh, also er redet immer von einer Freundin, dass er eine Freundin hätte, die Miriam heißt, die es natürlich nicht gibt, dass so. Miriam ihm Essen macht und so schlimm ist es, das heißt ja. Und also diese Person, halt diese Miriam, das war wohl eine Ex-Freundin vor dieser anderen Person, die das gemacht hat. Und ich denke mal, dass er das schon versucht zu verdrängen. Er will, also er hat auch, was mir sehr wehgetan hat, was ich auch nicht vergessen werde, in der Reha-Klinik, wo er zweimal war, hat er gesagt, er wäre sowieso ein Krüppel und man könnte mit ihm nichts mehr anfangen. Und deswegen will er auch nicht irgendwie seinen Sport machen oder seine Krankengymnastik machen und so. Das war in der Reha-Klinik, das heißt, seine Situation ist ihm schon klar. Ja. Also jetzt mittlerweile schon, er war zweimal in der Reha-Klinik, zwischenzeitlich dann auch wieder bei den Eltern zur Pause und er hat eigentlich gehofft, dass er, wenn er aus der Reha-Klinik rauskommt, auch wieder laufen kann. Er hat gesagt, er geht da raus. Und das hat nicht geklappt und jetzt ist dann natürlich der Tiefpunkt. Eine fast schon medizinische Frage, vielleicht kannst du es mir auch nicht beantworten. Wie ist das möglich, wenn man einen Stich ins Herz bekommt, dass man dann nicht mehr laufen kann? Wie ist das zu erklären? Ja, es ist halt so, dass die Herzkammer mit Blut vollgelaufen ist. Das Herz hat aufgehört zu schlagen. Zweimal für jeweils 13 Minuten und 14 Minuten. Und dadurch sind im Gehirn bestimmte Nervenzellen gestorben. Also die Ärzte waren auch am Überlegen, weil sich ein Ödem im Gehirn gebildet hat. Also es ist angeschwollen gewesen, das Gehirn. Die waren am Überlegen, ob sie die Schädeldecke auch sogar aufmachen und den Druck dann daraus wegnehmen. Sehr, sehr schlimme und sehr traurige Geschichte, Nicole. Ja. Sehr schlimm und sehr traurig. Man kann nur deinem Bruder sehr viel Kraft und sehr viel Lebensmut wünschen, dass er doch irgendwie für sich einen Weg findet, sein Schicksal anzunehmen. Mehr kann man gar nicht machen. Und eurer Familie vor allen Dingen auch viel Lebenskraft wünschen, denn ihr seid ja alle betroffen. Ich wollte auch noch ein bisschen was dazu sagen. Also Leute, die vielleicht sich das jetzt anhören und selber Täter sind, die sollten auch an andere Verwandte denken und vielleicht, selbst wenn es ein Affekt ist, auch so ein bisschen mehr drüber nachdenken, weil ich plag mich heute noch mit Träumen von meinem Bruder, wie er früher war. Für mich war das ganz schlimm, für unsere Eltern mit Sicherheit doppelt so schlimm wie für mich. Und die sollten sich dann vielleicht überlegen, was sie den Menschen damit antun, wenn sie sowas machen. Tja. Liebe Nicole, alles Gute und alles Liebe euch allen von Herzen. Ja. Darf ich noch ein Autogramm haben vielleicht? Ja, sehr gerne. Gut. Dann legst du offen, wir rufen dich zurück wegen deiner Anschrift. Okay, danke. Alles Gute. Tschüss. Und jetzt geht es weiter mit dem Dennis. 25, guten Morgen. Hallo? Ja. Hörst du mich? Ja. Ja. Hallo Dennis. Ja, das Thema heißt brutale Jugendliche. Ja, genau. Bist du ein brutaler Jugendlicher? Ja, ich war mal. Du warst mal. Ich war gesagt, mit 25 bist du schon ein bisschen drüber. Ja, schon ein bisschen drüber. Ja. Was war los mit dir? Ah, ich war früher 17, knapp 18, kam aus der Disco. Und ja, da habe ich mit meinen Kumpels jemanden ganz unschön fertig gemacht. Warum? Was war vorgefallen? Ja, wie soll ich erklären? Also ich habe den mit der Pistole im Gesicht geschossen. Ihr kamt aus der Disco? Ja, besoffen. Und diesen Menschen habt ihr auf der Straße getroffen oder wo? Ja, beziehungsweise er war da gerade am Baum am Pinkeln. Ja. Also auf der Straße, ja. Und das hat mir und meinen Freunden irgendwie nicht gepasst, sondern... Ach, der hatte euch gar nichts getan? Der stand nur da und war am Pinkeln? Ja, und das hat uns gestört. Und du hattest eine Pistole? Ja. Was für eine Pistole? Eine Gaspistole. Ja. Erzähl mal, du hast den gesehen, wie der am Baum pinkelte. Ja. Erzähl mal den Hergang, was dann passiert ist.
Ja, dann, also ich habe mich total dran gestoßen und meine Freunde, ja, und dann haben wir uns gezankt und er kam dann auf mich zu, weil ich habe mich auch drüber lustig gemacht, über ihn und seinen kleinen Freund da unten, ja. Ja, und dann, wie soll ich sagen, dann habe ich auf einmal Angst gekriegt, weil er doch viel größer und stärker aussah als ich. Ich sah mir, ich konnte mir dann nicht mehr helfen, so, und dann habe ich die Pistole gezogen und habe geschossen. Und was war die Folge dieses Schusses? Ja, er war wohl verletzt im Gesicht. Ja, also, wie sehr war er verletzt? Wenn man mit einer Gaspistole jemanden nah ins Gesicht schießt, ist das, glaube ich, eine üble Sache. Also es war schon heftig. Ich habe mich aber auch nicht weiter darum gekümmert. Ich bin dann abgehauen. Mhm. Du bist abgehauen und deine Kumpels auch? Ja, klar. Das heißt, dieser verletzte Mann blieb da liegen? Genau. Weißt du, wie lange er dort liegen blieb, bis Hilfe kam? Nein. Weißt du überhaupt irgendwas? Nein. Ach so. Das heißt, man hat dich nie erwischt? Nein, man hat mich nicht dafür belangt. Aha. Das heißt, du weißt bis heute nicht, was aus diesem Mann geworden ist? Nein. Der kann vielleicht blind sein für sein Leben? Könnte sein. Oder eine andere schwere Verletzung davongetragen haben? Bitte? Oder eine andere schwere Verletzung davongetragen haben? Ja, möglich. Du warst besoffen, sagst du? Bitte? Du sagst, du hast ziemlich viel getrunken? Ja. So, wenn man dann am anderen Tag aufwacht, da ist man nüchtern und dann kommen die Erinnerungen. Wie war denn das für dich dann am anderen Tag? Ja, ich selbst habe das eigentlich gar nicht so richtig realisiert. Also, das haben mir meine Kumpels so gesagt, dass ich das so gemacht habe. Gut, dann haben die dir das gesagt, aber dann kommt man ja ans Nachdenken. Ja, klar. Oh Gott, was habe ich da gemacht und was ist geschehen? Wie hast du denn dich dann gefühlt, die Tage, Wochen, Monate danach? Scheiße. Warum bist du nicht zur Polizei gegangen? Ja, konnte ich nicht. Warum nicht? Weil bei uns zu Hause, ich weiß nicht, ich habe immer Prügel bezogen von meinen Eltern und das war schon echt heftig, wie ich groß geworden bin. Und hätten die das erfahren, ich weiß nicht, was sie mit mir gemacht hätten. Also mein Elternhaus hätte das gar nicht geduldet. Hast du in der Zeitung aber auch nichts gelesen um die nächsten Tage über diesen ja, Fall? Ja, doch schon, aber ich habe das versucht zu verdrängen. Was stand denn in der Zeitung? Ja, dass er verletzt war und dass jemand gesucht wird von 17 bis 20. Mhm. Wie denkst du heute über die Tat? Ja, ich bereue es natürlich. Ja. Weil hätte das jemand mit mir gemacht, dann, ich weiß nicht. Also ja, so muss, so genau, du hast recht, so muss man es immer denken, wenn man das selbst erlebt hätte. Ja, dafür, dass er nur da irgendwie an so einem Baum gepinkelt hat, ich weiß nicht. Ja, das war natürlich völlig bescheuert von dir, ja, den auch nur ansatzweise anzuquatschen. Ja, klar. Ich weiß auch nicht, ich kann das jetzt auch nicht ungeschehen machen. Hast du denn danach deine Pistole weggeschmissen? Ja. Kam aber jetzt etwas zögerlich, das Jahr. Ja, habe ich gemacht. Ist die wirklich weg? Ich habe die zwar noch ein paar Tage so gehabt, aber dann bin ich doch ins Nachdenken gekommen und habe die entsorgt. Auch so entsorgt, dass man die nicht mehr benutzen kann. Weißt du, ich überlege gerade was. Du bist jetzt heute 25, ne? Die ganze Sache ist 7 Jahre her. Ich weiß gar nicht, wo da die Verjährungsfristen sind oder so. Ich auch nicht. Weißt du, eine ganz saubere Form wäre natürlich, wenn du dich jetzt selbst anzeigen würdest bei der Polizei. Das fände ich mutig. Das fände ich groß. Vielleicht ist die ganze Sache schon im Sande verlaufen. Ich weiß ja gar nicht, wer das war oder so. Nee, aber du, allein die Tatsache, wenn du bei der Polizei das erzählst, was du mir erzählt hast, und das in der Stadt machst, wo es passiert ist, dann wird es schon seinen Gang gehen. Ich weiß nicht, ob das überhaupt noch belangt werden kann, aber es wäre eine große Geste von dir. Und das wäre eine gute Sache, da würdest du sehr gut dastehen, finde ich. Vor anderen und vor dir selbst auch. Ja, ich sehe das auch so. Du bist danach nicht nochmal irgendwie, ist nichts passiert? Nein, also sowas habe ich dann nie wieder gemacht, in der Form. In der Schwere oder jetzt so generell nicht mehr. Neigst du denn dazu? Bist du eher so ein Typ, der, wenn er schon mal in die Wut kommt, dass er vielleicht auch schon mal einen gerne... Ja. Das schon?
Ja, schnell. Mhm. Und dann auch so, wenn es soweit ist, dann muss ich mich richtig beherrschen. So. Mhm. Ich weiß nicht, was ich mache. Mhm. So, wenn man so einen Charakterzug in sich wahrnimmt und weiß, dass man den hat, da kann man ja auch etwas gegen tun, um Schlimmes zu vermeiden. Ich meine, du hast einmal schon Schlimmes gemacht. Ja, klar. Aber wie gesagt, da war ich noch im Kopf ein Kind. Okay, aber stell dir mal vor, du machst jetzt im Affekt, wie man das so sagt, passiert nochmal irgendwas, wenn dich jemand extrem provoziert oder im Streit. Insofern ist es schon gut... Heutzutage überlege ich schon mehr, bevor ich irgendwas mache. Mhm. Es gibt nämlich so eine ganze Menge so Trainingsprogramme, hast du vielleicht schon mal von gehört, wo man auch so seine Aggressivität in den Griff kriegen kann, wenn es zu stark ist. Mhm. Wenn man Angst vor sich selbst hat, dass man irgendwas Schlimmes macht. Dennis, ich gebe dir jetzt erstmal nochmal meinen Psychologen, der kann dir mal eine Adresse geben für so ein Anti-Aggressionstraining. So, das kannst du für dich entscheiden, sowieso, ob du das mal in Anspruch nehmen möchtest. Alles klar. So, und die zweite Sache? Eins habe ich noch. Ja. Und zwar, ich habe jetzt nicht angerufen, weil ich damit rumprallen wollte, sondern das sollte eine Abschreckung für alle sein, die so solche Schusswaffen vielleicht noch im Besitz haben und die unter 18 sind. Mhm. Und nicht überlegen, was sie damit anrichten können. Also man kann damit echt jemanden richtig schwer verletzen. Ja. Und... man wird sein Leben lang nicht froh, wenn es... Ja, ich habe das auch so verstanden. Ich habe das nicht als Rumprahlen aufgefasst, was du gesagt hast. Ich finde gut, dass du es jetzt nochmal so unterstrichen hast. Ja. Und also denk mal... das ist heutzutage echt scheiße, auf jeden Fall. Und denk mal darüber nach, was ich gerade vorgeschlagen habe mit der Polizei. Dich im Nachhinein zu stellen. Ja? So, jetzt rufen wir dich an wegen der Adressen, okay? Okay. Dennis, alles Gute. Vielen Dank. Dir auch. Alles Gute wünsche ich dir. Ich dir auch. Tschüss. Ciao. Klaus ist hier. Klaus ist 47. Morgen, Klaus. Hallo, Klaus. Ja. Ja. Bin dran. Ja, du bist dran. Okay. Hallo, Klaus. Unser Thema brutale Jugendliche. Ja. Ich habe die Vorsprecher gehört, die beiden, und dem Letzten kann ich es wirklich nur raten, das zu tun, was er macht. Ich bin seit vielen Jahren Jugendstaatsanwalt in Stuttgart und habe einen besonderen Fall, der irgendwie das verdeutlichen soll, was zurzeit passiert. Darf ich dich mal eben unterbrechen, bevor du deine Sache erzählst? Wenn wir gerade einen Fachmann dran haben. Dennis hat das mit 17, 18 gemacht. Ja. Wenn er sich jetzt anzeigt, was würde dann passieren? Ich habe den Vorspann nicht mitbekommen, was er selber getan hat, nur mitbekommen, dass er am Ende gesagt hat, er hatte ein ganz schlechtes Gewissen, weil ich mit dem Kollegen noch gesprochen habe. Ja, Dennis hat Folgendes gemacht. Dennis hat mit 17 Jahren im Suff einem Mann mit einer Gaspistole ins Gesicht geschossen und ist geflohen. Ja. Und er ist nie gestellt worden, der Dennis. Mhm. Jetzt sind 7 Jahre vergangen und ihn plagt ein ungeheuer schlechtes Gewissen. Ja. Wenn er heute zur Polizei geht, was ist dann? Also der Vorwurf lautet, in so einem Fall gefährliche Körperverletzung, wird bei einem Jugendlichen bestraft, je nach Einschätzung, ob er damals mit Arbeitsstunden oder mit Geldbußen wird es geahndet. Mhm. Bei Erwachsenen bedeutet gefährliche Körperverletzung Freiheitsstrafe nicht unter 6 Monaten. Aber bei Jugendlichen, und er war ja damals... Er war dann noch jugendlich, ja. Gilt dieses Strafmaß nicht. Mhm. Ich würde ihm das raten, da eine Selbstanzeige zu machen, wenn er damit nicht fertig wird. Ja. Wenn er es sich nicht selber traut, dann möge er mich anrufen. Ah ja, das ist ein sehr guter... Die Telefonnummer habt ihr. Ja, dann machen wir gerne den Kontakt. Ich würde ihm dann weiterhelfen, mit ihm ein Gespräch führen, gucken, wo war der Tatort, wo wohnt er, welche Staatsanwaltschaft wäre zuständig, und dann mit dem betreffenden Kollegen da mal ein Gespräch führen, würde ich ihm anbieten, ohne dass er jetzt ins Messer läuft. Finde ich wunderbar, und wir stellen natürlich sehr gerne den Kontakt her. Noch eine abschließende Frage zu diesem Thema, und dann kommen wir zu deinem eigentlichen Anruf. Wann verjährt so etwas? Nach wie vielen Jahren? Gefährliche Körperverletzung, da müsste ich jetzt im Gesetz nachschauen, aber ich meine, dass das mehr als 5 Jahre sind. Also 5 Jahre sind es mindestens. Mhm.
Ich glaube, dass es sogar, also da müsste ich jetzt echt im Gesetz okay. nachschauen. Okay, können wir jetzt nicht ganz klären. Nicht greifbar. Ja. So, jetzt zu dem, was du erzählen wolltest. Ja, also ich habe vor 2 oder 3 Jahren ist das gewesen, hier in Stuttgart, in meiner Abteilung, in meiner alten Abteilung, in der Jugendabteilung einen Fall gehabt. Da fuhr eine Stadtbahn nach Stuttgart-Bad Cannstatt raus. In der Stadtbahn saßen drin mehrere Personen. Auf der hintersten Bank saß ein, ja, Obdachloser, in Anführungsstrichen, jemand, der mit geregelter Arbeit nachging, der aber nicht irgendwie versifft war oder verdreckt war. Mhm. Der saß da, es kamen mehrere Jugendliche rein. Die Jugendlichen haben sich aufgeführt, haben Theater gemacht, haben Leute angepöbelt, bis sie schlussendlich zu diesem Mann hingekommen sind. Der hat sich das dann verbeten und hat die Jugendlichen aufgefordert, sich zusammenzureißen. Mhm. Die Jugendlichen, 16 Jahre alt, die beiden Täter, haben dann, als dieser Mann ausgestiegen ist, sind ihm gefolgt, haben ihn angegriffen, haben ihn zu Boden geschlagen und haben dann auf ihn eingetreten. Mhm. Sie haben dann so massiv auf ihn eingetreten, dass Zeugen, die das von Weitem gesehen haben, gemeint hatten in den Vernehmungen, das hat ausgesehen wie jemand, der beim Elfmeter auf den Ball drauf tritt. Mhm. So haben sie auf den Kopf getreten. Mhm. Der Mann ist dann an schweren Kopfverletzungen gestorben, kurze Zeit später. Man hatte keine Hinweise auf die Täter, nur eine grobe Beschreibung vom Alter her. Mhm. Und einige Tage später, oder war es eine Woche oder 2 Wochen später, haben die Jugendlichen dann in der Schule geprahlt. Sie haben gelesen, dass es überall in der Zeitung stand, was da passiert ist, und haben dann unvorsichtigerweise aus ihrer Sicht erzählt, dass da was war und dass der sich da blöd angestellt hätte. Und so kam dann der Informationsfluss zustande. Mhm. Irgendjemand aus der Klasse hat es dann berichtet an die Polizei und die Jugendlichen sind dann festgenommen worden. Sie haben das schlussendlich dann auch relativ schnell eingestanden. Die waren 16 Jahre alt. Die waren 16 Jahre alt und ich habe es dem Kollegen vorher erzählt. Ich habe dann die Lichtbildmappen gesehen von den Tatverdächtigen. Die hat man dann den Zeugen vorgelegt, so 10, 15 Bilder, wo die untergejubelt waren. Ich selber habe mir gedacht, das sieht keiner so aus, als wäre er zu so etwas fähig. Ja. Mhm. Und dann kam es zur Hauptverhandlung, die wurden dann wegen Mordes, meine ich, oder Totschlags angeklagt. Die Verhandlung war am Landgericht Stuttgart an der Jugendkammer. Und was das Schlimme war, es gab dann anschließend Sympathiekundgebungen. Die waren ja dann inhaftiert. Zu was sind die verurteilt worden? Die sind nachher wegen Totschlags verurteilt worden zu 9 Jahren, 9,5 Jahren, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. 10 Jahre ist ja die Höchststrafe, was dann Jugendstrafe ausgeworfen wird, auch beim Mord. Und es gab Sympathiekundgebungen für diese Täter? Sympathiekundgebungen von den Mitschülern und Mitschülerinnen, unfassbar, auch weiblicherweise, die das mitbekommen haben, dass sie jeden Morgen zu den Hauptverhandlungen mit dem Bus von Stammheim nach Stuttgart gefahren werden. Die haben da gewartet, wo die vorgefahren wurden und haben da, wir lieben euch und so weiter und so fort. Und das ging bis rein in den Sitzungssaal. Der vorsitzende Richter hat mit deftigen Worten dann die Zuhörer, die jugendlichen Fans darauf hingewiesen, um was es hier eigentlich geht. Und das war... Das macht das Ganze ja noch viel schlimmer. Ja, das war für mich, muss ich wirklich sagen, das Härteste, was ich als Staatsanwalt jemals erlebt habe. Ich war ja gerade schon erstaunt, als du sagtest, die haben in der Schule damit geprahlt. Ja. Das mit 16 Jahren ist mir schon... nicht anders drauf gekommen. Unfassbar, unfassbar. Wenn Sie das nicht erzählt hätten, unfassbar, wären wir so schnell nicht drauf gekommen. Ja. Und diese Fanclubs, also der vorsitzende Richter und auch die Sitzungsvertreterin der Staatsanwaltschaft, die sprachen von Fanclubs, die sich da gebildet haben, die überhaupt nicht registriert haben. Lieber Klaus, meine Sendung ist vorbei. Ich könnte mit dir noch ewig lange reden. Ich bin froh, dass du durchgekommen bist.